So, wir haben 12.30 Uhr. Pünktlich fangen wir heute an. Herzlich willkommen wieder zu unserer wöchentlichen Lunch and Learn Runde. Heute zum Thema Postfristen und Bescheide oder kurz PFB. Heute schon festgeschrieben oder doch noch die ELSA-Daten verarbeitet. Witziges Thema, aber eigentlich auch zugleich ein ernstes Thema, was das Leben wahrscheinlich für die einen oder anderen auch erleichtern würde. Mein Name ist Manuel Mems, heute wieder zum Thema Lunch and Learn. Wie jede Woche, wer es noch nicht kennt, 15 Minuten stelle ich eine Kleinigkeit vor, und die restlichen 15 Minuten, je nachdem, plus minus, für Ihre Fragen, für Ihre Anliegen oder was weiß ich, können wir da tatsächlich noch was erledigen. So, eine Teilnehmer hört mich nicht. Ich hoffe, die anderen hören mich. Vielleicht kann einer mal im Chat reinschreiben, dass er mich hört. Nicht, dass wir jetzt hier, dass mich gar keiner hört. Das wäre blöd. Aber ich denke, sonst hätten da schon ein paar mehr geschrieben. Perfekt. Super. Alles klar. Dann starten wir los. Also, Thema heute Postfristen und Bescheide. Ich wechsle mal direkt auf den Demo-Server sozusagen. Der befindet sich hier. So, dann gucke ich noch mal schnell, ob man das auch noch mal sieht hier. So, so, genau. Perfekt, super. Also Postfristen und Bescheide. Auf was ich heute hinaus möchte, ist tatsächlich viele, die es vielleicht noch nicht kennen. Postfristen und Bescheide ist ein Programm, wie der Name schon sagt, um meine Postein- und Ausgängefristen zu erfassen, inklusive Bescheid-Rückholinformationen zu erhalten. Gilt nicht für das Bild, aber für die Datensätze. Also der klassische elektronische Bescheidabgleich, wenn man es so nehmen möchte. Und jetzt gibt es mehrere Wege, wie ich so einen Posteingang in Postfristen und Bescheide anlege. Der kürzeste ist natürlich, wenn ich jetzt hier einfach auf Posteingang erfassen klicke. Wenn man Dativ DMS im Einsatz hat oder die Dokumentenablage, dann stimmt nicht, Dativ DMS im Einsatz hat, haben wir hier im Dokumentenkorb natürlich logischerweise die Möglichkeit, so einen Bescheid, den ich mit Papier bekomme, ja, einzuscannen, abzulegen. Und dann könnte ich hier tatsächlich die Daten durch diesen Posteingangsassistenten erfassen lassen. Und dann würde er die hier quasi mir reinholen. Und ich hatte dann hier die Möglichkeit, natürlich hier den Posteingang und die Fristberechnung etc. durchzuführen. So, ne, das wäre dann hier die ganz normale klassische Erfassung von Postfristen und Bescheide, entweder über den Dokumentenkorb oder wenn man es so sehen möchte, wenn man das nicht hat, kann man natürlich auch hier ganz normal über Posteingang erfassen gehen, und dann würde sich ganz normal Postfristen und Bescheide öffnen, wo wir dasselbe Spiel haben mit Dokumentenart, Eingangsart und so weiter, Fristberechnung, je nachdem, welche Dokumentenart ich auswähle. So, das so mal zu der Theorie, was Postfristen und Bescheide ist. Und jetzt ist aber immer das Thema bei Postfristen und Bescheide, wenn ich einen Posteingang anlege, kann ich ihn automatisch festschreiben lassen oder ich muss dran denken, das selber festzuschreiben. Und im Umkehrschluss beim Postausgang, wenn ich den deklariere, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den Postausgang auch wiederum festzuschreiben. Weil damit es ein qualifiziertes Postein- und Ausgangsbuch wird, wofür es das Programm die Zertifizierung auch bekommen hat, müssen die Sachen festgeschrieben werden. Also das bitte als Hintergrund oder als Hinterkopf einfach belassen. So, jetzt ist es so, dass man in Postfristen und Bescheide, wenn man einen Posteingang angelegt hat, jetzt bin ich im Programm Postfristen und Bescheide natürlich drin, habe ich hier die Möglichkeit, unter dem Punkt Extras Einstellungen, den Posteingang bei der Erfassung unter der erweiterten Fristoption automatisch festschreiben zu lassen. Hat einen Vorteil, ich muss beim Posteingang nicht mehr im Nachgang dran denken, dass ich den irgendwie festschreibe. Nachteil ist, er ist festgeschrieben. Und wenn er festgeschrieben ist, kann ich nicht verändern, wenn ich den aus Versehen oder irgendwie falsch angelegt habe. Das heißt, ich kann nur noch stornieren sagen und dann wieder den Posteingang neu anlegen. Deswegen ist dieses Häkchen, ich meine, im Standard ist es raus. Man muss es tatsächlich hier ja, besprechen oder man muss es in der Kanzlei tatsächlich festlegen, möchte ich standardmäßig das festschreiben lassen oder nicht. Beim Eingang. Das gilt nur für Eingang. Ja? Für Ausgänge gibt es das nicht.
Es gibt für die Postausgänge kein automatisches Festschreiben. Sie müssen sie aktiv, zeitnah, am besten so beim selben Tag festschreiben. Ganz wichtig, es gibt das nur für den Eingang. Genau. So, und jetzt kommt genau die Krux. Ich vergesse doch ständig, dieses Zeug festzuschreiben. Aber das einzigste Mal, wo er mich selbst daran erinnert, ist Posteingang oder Ausgang, wenn ich dieses Programm Postfristenbescheid eröffne und ich mache es zu, dann sagt es mir hier an der Stelle, hey, hör mal, du hast noch Postein- und Ausgänge, willst du die nicht festschreiben, ja oder nein? So. Und das ist die einzigste Stelle, wo er mich dran erinnert. Und das ist ja Käse, weil in der Regel brauche ich dieses Programm Postfristenbescheid ja gar nicht mehr aufzumachen, weil ich ja im Arbeitsplatz Pro die Möglichkeit habe, hier über Postfristen beziehungsweise Fristen und Bescheide mir das Logo sozusagen einzublenden, wo ich mir das denn pro Mandant mir angucken kann. So, jetzt kommt aber das Programm oder die Software bietet mir einfach die Möglichkeit, das zu überwachen. So wie ich meine Fristen überwache, kann ich mir auch eine Fristüberwachung anlegen für das Thema Postein- und Ausgang festschreiben. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, Einstellung zur Fristüberwachung, also entweder hier oder im Arbeitsplatz Pro unter Extras Einstellungen habe ich auch die Möglichkeit, hier über Fristüberwachung das auch hinzugehen. Ist Kopf wie gesprungen, ist dasselbe. Und dann muss man überlegen, okay, das ist mein kanzleiweites Sachen, die ich eingestellt habe. Manche Kanzleien haben da was kanzleiweites eingestellt. Und das Profil, wenn ich das auf meinen Namen stelle, ist es für mich persönlich. Und das würde ich jedem empfehlen, der mit diesem Thema Postein- und Ausgang Festschreiben zu tun hat. Hier bei mir, ich habe schon was vorbereitet. Ja, ich könnte es aber jetzt theoretisch nochmal machen. Wenn ich hier sage, einfach eine neue Überwachung hinzufügen. Und dann kann ich mir hier im Prinzip aussuchen, Eingänge der Kanzlei, die noch nicht festgeschrieben sind, als Filter. Und die Ausgänge, die noch nicht festgeschrieben sind. Sag einfach weiter. Und dann kann ich mir hier bei dem Überwachungsintervall sagen lassen, in welchem Rhythmus soll mir dieses Fenster aufgehen? Im Standard steht jede Stunde. Macht beim Festschreiben keinen Sinn. Tatsächlich aber macht es für den festen Zeitpunkt einen Sinn. Je nachdem, wie lange ich arbeite, vielleicht eine Stunde vorher soll er mich daran erinnern, was weiß ich, ich würde jetzt hier mal 16 Uhr von Montag bis Donnerstag übernehmen und Freitag soll er mich aber schon um 13 Uhr erinnern. So, sage ich übernehmen, gebe den ganzen Kind einen Namen, PE, PA festschreiben, würde ich jetzt einfach nur hier hinschreiben, sag fertigstellen. Und somit habe ich mir eine eigene Fristüberwachung, aber nicht für Fristen angelegt, sondern zum Erinnern, der soll hier was aufmachen zum Thema Festschreiben. Und dann würde quasi am 16 Uhr würde er praktisch etwas aufploppen lassen. Das sieht man rechts unten hier an den Wecker. Wenn ich da jetzt draufklicke, kann ich, das hoffe ich, genau, kann ich das auch mal aufrufen, wie das aussieht. Genau, dann poppt mir so etwas auf, es sticht mir sofort ins Auge und ich kann jetzt hier an der Stelle, und das ist halt das Schöne, kann jetzt hier hingehen, alles klar, was habe ich denn hier alles so für Posteingänge heute? Sage ich rechte Maustaste und sage dann festschreiben. Und somit erinnert mich das System daran, etwas zu erledigen, was wichtig in der Kanzlei ist, aber gleichzeitig auch unwichtig, weil ich nicht dran denke, weil ich nicht erinnert werde. Ja, deswegen nur ein Tipp von mir. Ich würde es immer so einrichten, dass ich eine Fristüberwachung festschreiben lasse, sprich, dass das System mich daran erinnert. Kanzleiweit setzen macht keinen Sinn. Ich würde es tatsächlich persönlich einstellen für die Leute, die es betrifft. Also meistens ein Sekretariat, Verwaltung, Office, wie Sie es auch immer schimpfen wollen. Ja, und das gilt für beide Seiten, Eingang wie Ausgang. Ja, Sie können sich natürlich auch das sehr individuell gestalten. Auf was möchte ich hinauf bei diesem Programm Postfristenbescheide? Das ist ein sehr kleines, aber ein sehr mächtiges Tool. Ja, also da kann man viele Sachen mit erledigen sozusagen. So, das war mir heute wichtig mit dem Festschreiben Eingang wie Ausgang. So, das war das eine Thema, weil viele das tatsächlich vergessen und vielleicht hat der ein oder andere diesen Tipp einfach mit dabei. Der zweite Punkt, elstern Sie noch, das ist genau damit auch gemünzt, weil bevor Sie festschreiben, sollten Sie Ihre Elster-Daten hier, also rein elektronische Daten, abgerufen haben, beziehungsweise auch erfasst haben. Weil ansonsten würde er die Bescheiddaten mit dem Eingang von dem Papier beispielsweise nicht wieder verknüpfen. Ja? Wenn Sie kein DMS im Einsatz haben, müssen Sie hier reingehen,
klicken da drauf, dann sind dann Ihre Daten da drin und da können Sie da sagen, rechte Maustaste, Posteingang erstellen sozusagen und dann würde er die Bescheiddaten inklusive des Posteingangs händisch anlegen. Noch schöner ist natürlich, wenn ich so einen Bescheid habe, der kommt hier rein. Können wir mal gucken, ob warum wir hier nicht, also ich möchte mal noch ein anderes suchen. Ich mal den, gucken, was er hier macht. Mustermann und Partner. Ne? So, noch schöner ist es mit Dativ DMS logischerweise, mit dem Posteingangsassistent. Er erkennt jetzt hier im Prinzip, dass es ein Einkommensteuerbescheid ist. Es ist heute eingegangen. Das, was er natürlich auch erkennt, ist das Datum. Nur hier sagt er 24.01. Hey, das ist ein bisschen doof heute. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal 7.12. Und somit haben wir praktisch alle Daten drinne. Wir haben es sowohl im Dativ DMS abgelegt als auch den Posteingang inklusive der Fristberechnung. Und wenn wir jetzt noch die Bescheiddaten hätten im Elster, in dem Elster-Bescheid, im Elster-Abruf, dann würde hier unten, da wo hier, wo ich meine Maus habe, Bescheid öffnen steht, würde das schwarz werden. Das heißt, da würde man erkennen, alles klar, das sind Elster-Daten da. Ich könnte da jetzt draufklicken, um direkt die Bescheidprüfung zu machen tatsächlich. Aber in der Regel macht das Office ja in der Regel nicht. Aber daran erkennt er quasi, es gibt Elster-Daten, die sind vorhanden. Ich habe jetzt dieses Blatt Papier hier eingescannt und mit dem Dokumentenkorb quasi kann ich es jetzt ablegen. Und beim Ablegen würde er praktisch jetzt die Elster-Daten mit dem Papierbescheid, den wir jetzt eingescannt haben, verknüpfen und wir hätten beide Sachen in Postfristen und Bescheide mit enthalten sozusagen. Ich klicke jetzt hier mal auf Ablegen. Ich habe natürlich, es ist ein Musterbestand hier, ich habe keine Elster-Daten hier zur Verfügung. Ja, das habe ich tatsächlich nicht. Also nur damit mich da nicht jemand hier fragt, was das ist. Also letztendlich hat er hier dann die Daten quasi verarbeitet. So. Und wenn ich jetzt quasi meine zur Erledigungsliste gucke, ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab mit DMS, aber dann machen wir es erstmal das Ganze rund. Also hier ist dieses Dokument ja offen und wenn ich jetzt noch die Schnellinfofristen und Bescheide mir nehmen würde, habe ich hier direkt mein Bescheid mit inklusive Bescheiddaten. Wenn ich das im Postfristen Bescheide mache, habe ich das natürlich genauso in meinem Fristenbuch, aber deswegen, ich gehe da immer gerne hier drüber. Und wenn ich jetzt im Prinzip Elster-Daten gehabt habe, stehen diese Daten natürlich in der Bescheidprüfung hier quasi mit drinne, dass Sie Ihre Erklärungsdaten mit den Bescheiddaten quasi abgleichen können, genauso wie die Vorläufigkeitsvermerke, wie die Vorbehalte sind dann sozusagen mitgekommen und wenn es noch Vorauszahlungen gibt, würden die quasi auch noch bei Steuer- und Beitragszahlungen mit reinkommen. Das Ganze finden wir quasi unter den Elster-Daten, wenn wir sie im Abo eingerichtet haben, sozusagen im Programm Postfristen und Bescheide und dann bleiben ja im Prinzip hier in den Abgleichsinformationen nur noch die Daten übrig, wo ich kein Papier bekommen habe, wo der Mandant das Papier bekommen hat oder wie auch immer. Und da ist es immer ratsam, natürlich hier reinzuschauen, was bleibt denn hier noch übrig und die dann gegebenenfalls zu verarbeiten. Nur wenn sie verarbeitet sind, bitte dran denken, dann ist es auch nicht mehr möglich, ein Dokument über den Dokumentenkorb inklusive der Bescheiddaten zu verknüpfen. Das müsste man dann im Nachgang quasi in Fristen und Bescheide machen. Und da ist es auch wiederum schwierig, wenn ich den Posteingang festgeschrieben habe. Deswegen, da gibt es ein paar Hürden und Ecken und deswegen da einfach schauen, wie man da am besten mit zurechtkommt. Aber auch da können wir Sie zum Thema Postfristen und Bescheide, weil es einfach, jetzt es war wirklich bloß ein ganz kleiner Teil, ein kleiner Auszug aus dem, was man machen kann. Können wir Sie bei unterstützen und können wir Ihnen da auch weiterhelfen oder Ihnen auch, wenn Sie mit den Gedanken spielen, Postfristenbescheide bei sich einzuführen, natürlich auch da weiterhelfen. Ne? Ganz interessant ist zum Beispiel, wenn wir mehrere Niederlassungen haben mit mehreren Unternehmen, wo wir vielleicht auch mehrere Poststellen logischerweise haben. Da macht es schon Sinn. Und dann gibt es noch sowas wie Dokumentenarten, Eingangsarten, Ausgangsarten und so weiter. Und gerade bei Eingangsarten, die DATEV hat mittlerweile diesen digitalen Bescheid mit dabei, weil wir ja auch, denken Sie bitte dran, ab 1.1. einen digitalen Bescheid holen können. Aktuell stellt man das in der Einkommensteuererklärung ein, dass man das holen möchte. Ab 1.1. ist es nur noch in der Vollmachtsdatenbank möglich, einen digitalen Bescheid, also sprich nicht mehr das Papier, sondern das Bild
über die Finanzverwaltung hier in meine Kanzlei zu bekommen. Und dann wäre das der Knopf hier oben im Dokumentenkorb mit digitalem Bescheid abrufen. Aber das nur so am Rande, soll nicht heute unser Thema sein. Genau. Ja, damit wären wir schon wieder rum mit 15 Minuten. Ich hoffe, es kam ein paar Sachen kamen da mit raus. Also Postfristenbescheide, wie gesagt, ist ein schönes und ein wichtiges Tool. Ich kann mir aber ganz viele Sachen auch erleichtern. Gerade das Festschreiben ist so wichtig. Kann ich mir mit einer Fristüberwachung quasi das Leben schöner gestalten, und denken Sie bitte bei dem Thema Elster-Daten holen mit daran, dass wir da ein paar Tücken haben und dass wir da nicht in die Falle laufen, das weiß ich, dass wir das hier direkt verarbeiten, dann kommt erst das Papier, dann kann der Dokumentenkorb das nicht verarbeiten. Also wie gesagt, da gibt es ein paar ablauftechnische Hürden oder ja prozesstechnische Sachen, die man da beachten sollte. Und da einfach, ja, hoffe ich, konnte ich Ihnen heute so einen kleinen Eindruck vermitteln, was man damit machen kann. Und das war mir erstmal wichtig. Und wie gesagt, wie immer an dieser Stelle kommen wir zu Ihren Fragen, falls Fragen da sind. Und dann gucken wir mal, was wir noch so lösen können. Ansonsten hoffe ich für die anderen, dass es ein bisschen was gebracht hat. Das ist immer das Ziel von Lunch and Learn. So, dann gucken wir noch mal, was wir an Fragen haben. So. Festgeschrieben ist festgeschrieben. Kann es nur storniert werden oder gibt es einen anderen Trick? Nein, ist ein zertifiziertes Programm. Wenn einmal festgeschrieben der Posteingang, kann ich tatsächlich bloß nur noch ja, in dem Fall stornieren sagen. Ja, dann ist es storniert und dann kann ich es quasi machen. Der andere Trick wäre, dass Sie die Datenbank löschen, aber macht keinen Sinn, weil dann ist alles weg. Nein, aber tatsächlich festgeschrieben ist festgeschrieben, dafür ist es ja da. Ich habe nicht die Möglichkeit, das irgendwie diese Festschreibung wieder aufzuheben. Etc. Das funktioniert da leider nicht, weil ansonsten würde dieses Programm, diese Zertifizierung, die es mal irgendwann bekommen hat, als rechtssicher anzusehen, verlieren. Und deswegen stornieren, wenn festgeschrieben ist, neu anlegen. Mehr geht leider nicht. Gibt es eine Möglichkeit, einen Bescheid nur mit Posteingang zu erfassen, aber ohne Frist? Natürlich. Also, weiß zwar nicht, wann das Sinn macht, aber im Prinzip schon. Also sagen wir mal hier, das ist dieser Bescheid. Und er hat jetzt hier automatisch logischerweise Posteingang, oder eine Frist wollen wir nicht, so habe ich sie jetzt verstanden. Dann mache ich einfach den Haken bei PFB raus. Also sprich bei. Ach nee, geht ja gar nicht. Verzeihen Sie. Das ist nicht so einfach, aber es geht schon. Es hängt mit der Dokumentenart zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal jetzt Brief, nee Quatsch, Mandantenbrief, Finanzamtsbrief, Finanzamtsbrief. Ich nehme jetzt einfach mal Finanzamtsbrief. Also, ob eine Frist möglich ist oder nicht, hängt an der Dokumentenart. So, wenn ich jetzt Finanzamtsbrief nehme, sehen Sie ja, die Fristberechnung geht weg, die geht erst gar nicht auf. Da ist nichts mit dem Haken setzen, verzeihen Sie mir bitte, das war ein bisschen eine Falle von mir. Wenn Sie jetzt aber trotzdem auf die Dokumentenart EST-Bescheid nicht verzichten wollen, dann müssten Sie in Postfristenbescheide reingehen unter Dokumentenarten. Jetzt in meinem Beispiel dieses EST-Bescheid. Dann nehmen Sie das Ding einfach, sagen Dokumentenart kopieren. Und dann sagen Sie hier einfach, was weiß ich, das ist der EST-Bescheid. Wie gesagt, ich habe immer noch keinen Sinn dahinter, aber okay. Nehmen wir einen EST-Bescheid ohne Frist, sagen wir einfügen, und die ist nicht fristbehaftet, die Dokumentenart. Ja, und wenn sie nicht fristbehaftet ist, geht auch die Fristberechnung nicht auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier Speichern und Schließen sage und ich sage jetzt hier, ich nehme jetzt dem EST Bescheid, die Dokumenten, ach nee, Quatsch, das ist der Mandant, die Dokumentenart EST Bescheid, dann geht ja quasi hier drüben eine Fristberechnung auf, auch logischerweise im Dokumentenkorb. Wenn ich jetzt das sage EST Bescheid ohne Frist, sehen Sie, geht keine Fristberechnung auf. Und dasselbe würde natürlich logischerweise im Dokumentenkorb genauso funktionieren. Also das heißt, ja, es geht, hängt aber an der Dokumentenart. Kann man aber sich sehr individuell einstellen. Bescheid ohne Frist, achso, jetzt kommt die Erklärung bestimmt. Bescheid ohne Frist erfassen, wenn Frist schon abgelaufen ist und der Bescheid nur zu unserer Info ist. Ja.
Ja. Ja. Ja, kann man so machen. Ja. Ich überlege nur gerade, ob man, wenn ich jetzt EST-Bescheid habe, also jetzt mal in dem Beispiel, ob man nicht hier direkt den Bearbeitungsstand auf fertig setzt und trotzdem eine Frist anlegt, obwohl sie beendet ist. Aber gut, das ist jetzt eine reine Spekulation, aber wenn Sie sowas haben, also dann würde ich es so lösen. Genau. So, Bescheid, Frist, Info, genau. In den BS Bescheid kommt man auch durch den Dokumentenkorb, auch wenn keine ELSA-Daten da sind. Bitte auch nochmal zeigen. In den Bescheid kommt man auch durch den Dokumentenkorb. Vielleicht könnten Sie das nochmal spezifizieren. In dem BS, ich nehme an, Bescheid kommt man auch durch den Dokumentenkorb, auch wenn keine ELSA-Daten da sind. Bitte auch nochmal zeigen. Ich gucke einfach mal, warten Sie mal, ich versuche es mal. Also, wenn ich das Papier habe, kann ich es einscannen, es ist ein Dokumentenkorb, ich kann dann alle Daten eintragen. Wenn ich das Papier nicht bekomme, habe ich einen anderen Weg gewählt, und zwar über den digitalen Weg, und das wäre dann die Kommunikation mit der also digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Und um da die Bescheide abzurufen von diesem Punkt, gibt es hier den Punkt digitale Bescheide abrufen. Also da geht es nicht um Datensätze, da geht es um das Bild im Dokumentenkorb. Ne? So, ich hoffe, vielleicht war es die Frage. Vielleicht kommt sie aber nochmal. Ich rufe die ELSA-Bescheid ab, allerdings nicht den digitalen Bescheid. Wissen Sie, weshalb nur jeweils den ersten Bescheid abrufen kann, aber nicht geänderte Bescheide, zum Beispiel nach einem Einspruch? Ja, das ist so aktuell, leider. Es gilt aktuell nur für den Erstbescheid. Wir sind hier in Deutschland, im leider Entwicklungsland. Was Digitalisierung angeht, aktuell, das ist von der Finanzverwaltung, geht es nicht anders. Aktuell, dass wir nur den Erstbescheid abrufen können und Folgebescheide, Änderungsbescheide, wie auch immer, kommen wieder in Papier. Leider. Genau. So, dann kommt nochmal die Erklärung, was BS ist, Bescheid. Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich es nochmal erklärt habe. Ansonsten da kommt nochmal Posteingang, Häkchen setzen bei Posteingang nach Ablage öffnen. Jetzt muss ich mal gucken, was sie meint. Ach so, ja. Ach so, Sie meinen das hier unten. Ich weiß nicht, ob ich das. Warten Sie mal, ich kann es vielleicht ein bisschen größer zoomen. Also, wenn ELSA-Daten da sind, ne, in Postfristenbescheide, jetzt kommt der Papier, Sie fügen das an, gibt es quasi hier unten, rechts unten in der Ecke, ja, dieses Fenster Fristberechnung und hier drinne gibt es quasi, das meine ich hier, Bescheid öffnen. Und das ist ja bei mir hier aktuell ausgegraut und der wird schwarz, sofern er ELSA-Daten erkannt hat. Ne, wie erkennt er die ELSA-Daten? Klar, den Mandantenname, an das Dokumentendatum und ob Finanzamt und wie auch immer kommt. Daran erkennt er logischerweise die Daten, die schon im Postfristenbescheide da sind. Und dann würde das schwarz sein und dann könnte ich da draufklicken auf Bescheid öffnen und komme sofort, obwohl ich es noch gar nicht abgelegt habe, in Postfristenbescheide, in diese normale Maske, die wir eben auch schon gesehen haben. Also kommt man hier sozusagen rein und kann jetzt schon tatsächlich die Bescheidprüfung bzw. die Daten dann einsehen sozusagen. Das würde da tatsächlich so funktionieren. Ich hoffe, ich habe die Frage so richtig gedeutet. Gehen ELSA-Bescheide nur bei Einkommensteuer oder auch bei Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer? ELSA-Bescheide, also Daten, also ich weiß nicht, also digitale Bescheide, also die Bilder geht aktuell nicht bei vielen. Ich glaube tatsächlich nur bei Einkommensteuer. Bei dem Abruf der Datensätze gehen ein paar mehr Steuerarten. Jetzt fragen Sie mich, so genau weiß ich es tatsächlich nicht. EST, klar. KST, GEWST. Also zumindest, wenn dann höchstens die Gewerbesteuermessbetrag, aber nicht die Gewerbesteuer. Aber so 100%, ich weiß nicht. Aber wenn es nur um das Bild geht, beim Bild weiß ich es, beim Bild geht nur bei Einkommensteuer aktuell. Genau, beim Bild. Ja, perfekt.
Problematisch ist, dass die Elster-Daten oft erst ein paar Tage nach dem Papier- oder Digitalbescheid verfügbar sind. Das kommt auf das Bundesland drauf an. Das ist auch eine sehr gute Frage. Das kommt tatsächlich auf das Bundesland drauf an. In der Regel sind normalerweise die Elster-Daten schneller wie das Papier. Also so ist die Regel in Deutschland. Jetzt gibt es aber ein paar Bundesländer. Das ist so ein bisschen historisch bedingt von der Finanzverwaltung her aus, dass zum Beispiel Rheinland-Pfalz ist zum Beispiel so ein Bundesland. Da ist es so, dass der Papierbescheid tatsächlich schneller ist wie die Elster-Daten. Warum auch immer. Und Baden-Württemberg sieht es wahrscheinlich genauso aus. Also in Rheinland-Pfalz weiß ich es hundertprozentig. Da ist es nämlich so, dass diese Bescheide auf elektronische Weise, also jede Finanzverwaltung hat quasi eigentlich, also muss man sich das grob vorstellen, ihren eigenen PC. Aber das Rausgehen quasi in die Welt geht über einen zentralen PC. Und der zentrale PC sitzt in Koblenz. Und es geht alles über Koblenz. Und dann ist es immer so, dass das Papier tatsächlich, weil es direkt von der Stelle versendet wird, aber nicht elektronisch, sondern nur das Papier, deswegen ist das Papier schneller meistens, hört sich bescheuert an, wie die elektronischen Daten ist das Papier tatsächlich schneller. Also es ist bundeslandabhängig tatsächlich, ja. Also hier im NRW, glaube ich, ist es andersrum, da kommt erst die Bescheiddaten und dann das Papier. Aber wie gesagt, das ist rein technologisch, jedes Bundesland macht das etwas anders. Leider. Okay. Ja, dann wären wir mit unseren Fragen durch. Bleibt mir nur mein Schlussspeech, würde ich mal behaupten, falls noch jemand was fragen möchte oder reinkommt. Ich bedanke mich wieder, war wieder sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Ich freue mich immer wieder über regen Austausch und freue mich auf nächste Woche. Wir haben ja ein Mixed-Monat diesen Monat. Nächste Woche ist, glaube ich, meine Steuern, glaube ich, ist nächste Woche. Nur zur Erinnerung, nicht zur Erinnerung, schon mal so ein Sneak Preview. Am 12.01. auch wieder Lunch and Learn, aber mit einem Wunschessen. Das heißt, Sie bekommen, ich glaube, Ende Dezember kriegt man, glaube ich, wieder rund, aber dann kann man es auch wieder anmelden. Wird es einen Link geben, da können Sie Ihr Thema sich selbst aussuchen. Und dann mal gucken, was am meisten vorkommt und das werden wir dann zusammen einfach mal durchexerzieren. Und bin ich sehr gespannt drauf und würde mich auch sehr freuen über wieder rege Teilnahme, so wie immer. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Mittagspause und viel Spaß und wenn wir uns nicht mehr hören, schönes Wochenende, schönen dritten Advent haben wir mittlerweile dann und bis dann. Ciao.